herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen! So, der Hintergrund deutet es schon an. Heute werden wir uns mal ein paar C64 Sachen anschauen. Ich habe C64 ist ja gerade eine Plattform, wo es so viele Spiele gab, die auch mal relativ kurz mal spielt oder wo man denselben Level gefühlt jahrelang immer wieder spielt. Ich sag mal Ghosts and Goblins. Ja. Ja, und die man aber so schön auch mal so anspielen kann. Also für den geneigten Zuschauer, der damals schon aktiv war, sagen wir mal so, du hast ja nicht zwingend immer nur 100% Originale vielleicht gehabt. Ja, also nicht alles in Schachtel, meinst du? Nicht alles in Schachtel. Ja. Und dann hattest du ja die Diskette und da waren auch ohne weiteres mal 30 Games drauf. So. Ja. Ja. Und also so waren die halt zum Teil auch. Also, ja, und ich habe mir so, und da gab es aber auch gute, und ich habe ein paar gute, kleinere Spielchen mir noch jetzt zugelegt, die man dann auch mal so antesten kann. Oh, oder sowas, wo ich mich opfern muss. Wo der Hagen sich dann mal opfern kann. Und ich habe noch Special Feature was gefunden, von dem du vermutlich noch nie gehört hast. Aber das sehen wir dann. Also wir haben hier so einiges an kleineren Päckchen. Cool. Da kommen dann die Standardfragen. Geneigte Zuschauer? Naja, musst du mir bei jedem das. Aha, okay. Also es ändert sich von Päckchen zu Päckchen. Das ist jetzt nicht von einem all diese Päckchen. Nein, aber das. Aber also wir fangen mal an. Also wir haben hier von unserem geneigten Zuschauer Hoflicht haben wir einen Umschlag bekommen. Der Hoflicht? Bekommen. Von dem hatten wir doch schon mal. Hat uns auch schon mal ein C64 und ein C128 ja, geschickt. Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Der so, ich weiß auch nicht, ob da C64 Sachen drin sind, aber wir gucken jetzt einfach mal. Nutze doch den Cutter, Dennis. Den Cutter? Sieht so aggressiv aus. Der Hoflicht hat sich so viel mit Liebe Mühe gegeben, diesen Umschlag zu verschließen. Gucken wir mal, was da drin ist. So. Ui, das hat eine Briefmarke, jawohl, das geht an dich. Das ist Gesicherheit eingepackt. Mit Dingsi hier. So, genau, der hatte uns, wir haben noch PlayStation-Sachen von ihm und größere Kiste und so diverse Sachen. Und er hat geschrieben, Servus Dennis, Servus, dass es gedauert hat, bis ich dazu gekommen bin. Er pack erstmal aus. Das ist ja eher mit Liebe eingepackt und so. Genau, wir hatten nämlich, er hat uns die PlayStation Portable geschickt und hat noch die Demo-Disc gefunden. Und da war die leere Hülle von Ridge Racer 2. Und da ist das Spiel dazu aufgetaucht. Das hat er uns noch jetzt als Ergänzung geschickt. Also vielen Dank. Jetzt wieder vereinigt. So, ja, cool. Dann vielen Dank dafür. Ein Demo-Disc muss ich mir auch mal anschauen. Genau, freue mich schon auf das nächste, auf eure nächsten Videos. DSA wird sicher super. Sagt ja. Er. Ja. Ja, ja, anders kann man es nicht sagen. Ja, DSA ist super. So, dann jetzt C64. Und das hier ist, das waren jetzt, glaube ich, alles Auktionen. Ja. Und das hier kommt aus Italien. Italien. Sau cool. Ich spüre schon die warme Sonne auf meinem Pelz. So, wie kriege ich denn das jetzt hier? Mit einem Ruck. Bon für Bon, so macht das Sinn. Viel Klebeband. Ha, jetzt. Ich habe dir ein Angebot, was du nicht abschlagen konntest. Genau. Du musst dich aufbringen, tut mir leid, oder? So. Ja. So, es ist auf jeden Fall gut gesichert. Es ist was Schachteliges, zumindest ist von der Haptik her. Sagen, man schneidet auch nicht am Rand. Nur Profis schneiden am Rand. Der Dennis schneidet in der Mitte. Ja. Ja, so gehört sich das. Also, wenn ich schon die Schachtel sehe, dann habe ich sofort wieder die Musik im Ohr.
Da 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 da. 1942. Ah, kennst du das? Nee. Was? Absoluter Klassiker. Ein, zeig mir mal einen Screenshot. Vertikal-Shooter. Du hast... Nee, kenne ich nicht. Du hast so ein Flugzeug und dann kommen da halt... Also du verteidigst, glaube ich, die britische Insel und die deutsche Invasionsflotte kommt und du musst ja alle abschießen. Okay. Und das beginnt... ich weiß gar nicht, welchen. Es beginnt im letzten Level und dann zielen die Levels rückwärts irgendwie. Das war so, das hat mich immer sehr irritiert damals. Okay. Ja. Also das auf jeden Fall, das kann man mal so Viertelstündchen mal so anspielen. Ist das keins von den hochanstrengenden Strategiespielen von SSI-Style mäßig? Nein, das ist einfach ein Arcade. Ja. Arcade. Ach, Arcade. Achso, es sah jetzt so auf den ersten Blick so ein bisschen... Ja, hier ist so ein Arcade-Automat. Also es ist eine Arcade-Konvertierung. Und die C64-Version hat auch eine sehr eingängige Musik. So, dann das hier ist von... da stand was drauf. Keine Ahnung. War nichts. Also wenn ich nichts draufgeschrieben habe, dann ist es, glaube ich, einfach aus Deutschland. Machen wir eine neue Klinge. Aber der Löffel ist doch stumpf. Gaunerland. Tut noch mehr weh! Hagen veräppelt uns doch. Ja, immer. So. Der Backstein ist im Papier eingewickelt. So, und das ist der zweite Teil von einem Spiel, das wir schon gespielt haben. Das kenne ich nicht. Und zwar ist es Cauldron 2. Ah! Also zu Deutsch Hexenküche. Hexenküche, leider, also Hexenküche 2, die deutsche Version, ich habe sie einfach nicht gekriegt. Dann habe ich gedacht, naja, ist jetzt, dann ist halt der Bildschirmtext Englisch. Dann vom Spaß haben macht es keinen Unterschied, glaube ich. Genau, ja. Der Kürbis schlägt zurück. Ja. Hier spielen wir jetzt nämlich den Kürbis. Ja, und also es ist ja so, dass wir also Hexenküche ja lässig durchgespielt haben. Lässig. Nicht gönnt, also wie wir das Hexenküche 1 lässig durchgespielt haben, der verdient es eigentlich nicht, wenn wir Hexenküche 2 oder der Kupferkessel, Cauldron, jetzt in einem Ruck durchspielen. Also im ersten Anlauf. Also ohne Leben verlieren eigentlich. Also Dennis. Where once the tiny cottage stood, a mighty palace dwarfs the wood. And there within the highest tower, the witch queen wields her mighty power. Ja, so wir hatten hier noch da gar nicht reingeguckt. 1942 ist aber die Anleitung. Anleitung fehlt, aber da brauchen wir auch keine Anleitung, muss nur ballern. Ja. Nimm den Joystick, drück den Knopf. So, dann das nächste ist auch nachlässig. Genau, ich glaube, das müsste aber aus. Ich glaube, das kam aus UK. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber das müsste eigentlich nicht dann mehr, auch aus. Also früher war es, was du vorbereitet, welche dusseligen Fragen ich stelle. Ja. Und dann, aber jetzt. Ja, ich glaube, ich weiß, du bist was das ist. Von Markus gewohnt jetzt. Der ist netter zu dir. Der stellt die Fragen nicht. Und du wiegst dich in Sicherheit und dann zack. Also das ist ein. Ich glaube, das ist. Genau, das ist ein Spiel, das habe ich sehr gerne und sehr viel gespielt. Und das war auch das erste, was ich mir auf dem Amiga explizit gekauft habe. Also ich habe den Amiga gekauft, habe gesagt, so, und jetzt muss ich dieses Spiel auf dem Amiga spielen. Und am C64 hatte ich da nicht die Schachtelversion und habe sie mir jetzt gegönnt. Und die Rede ist von Elite. Das ist natürlich ein Spiel, was der Dennis... erstens keinesfalls gesuchtet hat, zweitens auch ganz furchtbar findet und drittens überhaupt nicht seinem Charakter entspricht, das gerne spielen zu wollen. Genau, hier die Gold Edition für den Commodore 64, cool. Deutsche Version. Guck mal, es hat sogar bessere Grafik als am Amiga. Ne, das nicht ganz. und es hat auch nur 2 Missionen und die Amiga-Version hat 5. Ah, okay. Ja. Sie sind der Kapitän des Cobra-Raumschiffes und befinden sich auf einer fantastischen Entdeckungsreise voller Abenteuer. Ja, die hatten ja Schwierigkeiten, Elite gepublished zu bekommen, also Open-World-Space-Simulator. Man kann Handel treiben, Asteroidenbergbau machen und als Kopfgeldjäger unterwegs sein. Und revolutionär, weil es halt so nicht gab.
Sagen wir mal und ehrlich. Am Anfang, sie hatten Schwierigkeiten, einen Publisher zu finden, weil die Leute gesagt haben, das hat ja gar keine drei Leben. Ja. Das irgendwie verstehe ich nicht. Spielt keiner. Das ist irgendwie, es war wegweisend. Aber ist auch gut. Ja. Ja. So, und hier mit dem Roman, Das dunkle Rad. Das ist aber, und der in guter Quali. Ja, das 48 Seiten Roman, Vorgeschichte quasi. Cool. Schnellführer durch die Steuerschritte. Mhm. Genau, Hyperraum mit H. Landen und so, ne? Nee, Landen gab es, also es gab das Landen so? In der Raumstation. Ja, genau. Ja, das auf der Coriolis Raumstation zu landen, ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich kann das immer noch. Flughandbuch für Raumhändler und hier die Kassette. Boah, Geilomato. Ja, also das... Aber auf Kassette, also das ist schon nicht auf... Ja, das lädt ja auch nicht nach. Ja, ja, vorst ja unten, ja. Also ich würde das, würde das da sehr, sehr gerne mit euch... Hol mal raus, da sind Haare noch drin, pust mal rein. Ich würde das sehr gerne mal mit euch machen, aber das ist halt was, wirklich was Langwieriges, also... Das müssen wir mal überlegen, wie wir das, wie wir dem mal irgendwie... Es ist langwierig und grafisch halt auch nicht so geil. Also inhaltlich ist es spitze, aber grafisch nicht so geil. Genau, wir müssen uns mal überlegen, wie wir das irgendwie richtig euch präsentieren können. Ich brauche so einen Hut, wo so eine Cobra MK2 drauf ist. MK3. Ja, aber das ist ja der erste Teil. Ja, da spielt mir die Cobra MK3. Ja. Ja. Nächstes Jahr sagt er, C64 wurde es echt langsam, wenn es ein oder zwei andere Raumschiffe zu sehen gab. Und Nexus 77 sagt, 48 Stunden Stream Elite. Ja, läuft. Das, Und dann landest du mal auf der Coriolis-Station in Stunde 47. Das kriege ich wahrscheinlich. Das kriegst du auch während dem Tiefschlaf noch hin. Das kriege ich mit einer Hand auf dem Rücken verbunden hin. Ich habe das so lange geübt, weil am Anfang hast du halt keinen Landecomputer. Du musst das können. Das ist, ist nicht so, ja. So. Dann nochmal nächsten. Jetzt wird schon wie bei den Vanillezuckertütchen wird so geschüttelt, dass die nach unten rutschen. Genau. Oder ein Ketchup-Tütchen. So, jetzt mal ein kurzer Ausritt, nicht für den C64, sondern für den Atari 8-Bit. Okay. Aber auch ist ja auch alles 8-Bit und so weiter. Ein Spiel, was ich damals auf dem PC gespielt habe, mit CGA oder sowas, auf dem ersten PC, den mein Vater mal mitgebracht hatte. Mhm. Und die Atari-Version ist ganz cool. LA Cat. Freddy the Cat is King of the LA. And you're in control as he jumps over trash cans and fences to hitch a ride on a loaded clothesline. Man ist eine Katze und gibt es da Screenshots? Und rennt durch die Straße als Arcade? Das heißt jetzt einfach nur vom Namen her? Du bist quasi in so einem Hinterhof und musst hochklettern an so Wäscheleien und Fenstersimsen und in die Wohnungen rein und dann, Menschen würde man sagen, Wreck Havoc. Also um Unheil an so Sachen runterschmeißen und so halt, was halt Katzen so machen. Mhm. Oh, also Screenshots gibt es keine. Also überhaupt keine Screenshots. Aber Screenshots vom Atari sind auch nicht so... Ja, aber das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Das klingt auf jeden Fall spannend und es klingt so, als hättest du es voll drauf. Ich habe das 1987 auf dem PC. Ren Havoc ist überhaupt kein Problem für dich. Das kannst du ja wohl auch im Schlaf. Tja, gucken wir mal. Aber so cool, doch, ja. Da habe ich auch eine Zeit lang gesucht, bis ich das gefunden hatte zum bezahlbaren Preis. Na gut, Atari-Spiele kann man kriegen mit Glück, aber manchmal auch nicht, ne? Ja. So, dann weiter geht's. Ja. So, da sind jetzt zwei Sachen drin. Und es sind Bekannte. Eines war damals indiziert, inzwischen nicht mehr. Raid over Moskau. Wir sind im Kalten Krieg und es sind Interkontinentalraketen gestartet und wir müssen in den Abfangjäger und müssen die Raketen abfangen und die Basen zerstören und am Schluss irgendwie beim Kreml... Du fliegst einfach drüber und ballerst alles ab, was kommt. Und es ist sauschwer. Ja. Es sind so Minispiele, einzelne, die Levels sind alle ganz unterschiedlich. Gibt es in einer
es gibt quasi ein neues Remake, was aber nicht auf der Erde spielt, sondern so mit Aliens, aber sehr ähnlich. Terrestrial ist gerade für den C64 erschienen. Mhm. Wenn wir uns auch bei Retro Today mal anschauen. Oh. Aber so, das ist auch gut, lass mal, mal reingucken. Und das habe ich halbwegs günstig bekommen. Das kriegt man sonst auch gerne mal für über 100. Ja, gut, das ist auch sehr bekannt. Also es gibt bestimmt nicht nur ein oder zwei, die Raid over Moskau gespielt haben. Nächstes Jahr fragt, warum war das indiziert? Weil, also weil, wenn ich überlege, was alles indiziert war damals. Oh, guck mal da hier. Ja, so eine, sogar eine Anleitung. Ja, du musst die in die Kamera. Ich packe hier außerhalb von der Kamera aus. Ja, warum machst du das? Weil du die da so hingelegt hast. Das kannst du nicht machen. Ah, hier gibt es noch. Kleine, steht zwar nichts drin, aber es war noch was. Ja, hier, die Sequence 1, 2, ah, guck, 3, sogar. 4. Soviet Defense Center. Inside the Reactor Room. The Final Chapter. Genau, sieben verschiedene Levels gibt's. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, wie weit wir da kommen. Also, ich habe es noch nie geschafft. Aber ich habe es damals nicht häufig gespielt. Also, ich habe auch keine Erinnerung. Ich weiß, ich habe es gespielt. Ich habe auch keine Erinnerung mehr drin. Aber das wäre so ein Ding, wo ich mich erneut überraschen lassen würde von. Ja. Also, gern, Dennis. Du musst uns dann halt alle sieben Level einmal zeigen. Also, du musst halt so weit spielen. Ein bisschen, üben. Oder? Also, ach, Gott, üben. So. Anfänger. Und ein anderer Klassiker, Kommando. Also, ohne S. Genau, das auch gerade die Musik von was von Rob Hubbard, glaube ich, sehr ikonisch. Arcade-Umsetzung. Die Musik, hast du es Nein, guckst sag so, mir gar nichts. Gar nichts, du kennst das, Hagen, da bin ich mir nicht sicher. Kenn ich. Zeig mir mal einen Screenshot. Hier ist ein Screenshot. Die Musik. Bam 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 bam. Badam bam 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 badam bam bam badadam. Man muss dazu sagen, vollständige Anweisungen sind in den beigefügten Blättern gedruckt, Dennis. Ja. Also man muss dazu sagen, der Dennis weiß meistens viel besser, was ich gespielt habe, als ich. Weil der natürlich auch ein Gedächtnis hat. Da ist George die Schildkröte, ist da ein Scheißdreck dagegen. Ja. Und die deutsche Version hieß übrigens Space Invasion, weil... Das dann, um das sind da Aliens dann, die dann gelandet sind. Genau, weil das, damit sonst das nicht so... nicht unter die Indizierung fällt. Ich glaube, es ist trotzdem indiziert worden. Ja. Blöd waren die auch nicht. Ja. Talyran sagt, Kommando hat so genial Music. Genau. Wie oft wurde hier schon Kommando ausgepackt, fragt Nixia? Noch gar nicht. Das ist das erste Mal. Also ich habe das bisher Kommandos halt nicht. Kommandos haben wir schon ausgepackt. Genau. Also mit im Auftrag der Ehre und so haben wir schon ausgepackt, genau. Kommando 2433,38. Ich vermute, das ist ein Poke, mit dem man... War das mit dem hinten dran gesteckt, wo man den kleinen grünen Knopf drücken musste? Ne, das ist ja ein Freezer-Modul. Das ist nur, was du halt dann... Oder, also es ist jetzt, glaube ich, nicht der Preis in Lire oder sowas. Also, keine Ahnung. In Euro. Schon in damals. Euro. In EQ. Genau. Hieß doch die Vorläufer. Ja, aber der EQ war ja nur zum Rechnen. Ne? Da gab es keine wirkliche, gab es kein Geld quasi. Ja, aber damit. Ich glaube, einen Zahlungsfluss konntest du machen. Ja, du konntest nicht? In EQ quasi, aber es war nur. Dann nur 2400, das rentiert sich schon. Nein, du konntest nichts kaufen in EQ. Ach so. Du konntest nur Geldfluss zwischen den europäischen Ländern in EQ machen. Ach so, um was. Ja. Ja, deswegen, du hast VWL studiert, ich nur BWL, Dennis. Das ist der Unterschied. Ich bin halt näher an der Wirtschaft. So, wir sind beim, das hier ist aus GB, wenn ich das hier richtig sehe, hier mit The Queen. Außereuropäischer Transfer. außer EU. Die sind auch aus Europa raus, habe ich dir schon mal erklärt. Die sind jetzt eine Insel, so wie die Schweizer. Denk mal dran, no man is an island. So. Es wird jetzt hier schon... Ist schon zusammengepackt. Genau. Da ist ein Spiel drin und auch eins, das du auf jeden Fall kennst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das gespielt hast. Und wenn du es in GB gekauft hast, hast du es ziemlich lang gesucht. Und du hast es aber bestimmt nicht durchgespielt, Hagen. Weil es vermutlich sauschwer ist. Ja, es ist... Also in der benötigten Zeit, da durchzukommen, ist schon nicht so einfach. Es ist von Epix und es ist Impossible Mission. Der Hagen hat es gespielt. Wie war's? Stay a while, stay forever. Genau. Another visitor. Stay a while, stay forever. Oh, Dennis, das Spiel, das habe ich nicht gekonnt, schlecht gespielt, nicht gerafft, worum es geht.
Aber immer wieder also gespielt. Also immer wieder probiert, immer mit dem zum Roboter hingerannt, rumgedreht, weggerannt, ja, rumgedreht, immer wieder. Dann die Stimme von dem Drängender Bösewicht. Und so. Und destroy him, my robots. So geil. Also da du es drauf hast, also damals es verstanden hast, das ist ja der Unterschied zu mir. Also durchgespielt habe ich es auch nie. Aber ich freue mich hervorragend drauf. Also Dennis, du hast ja immer so eine Liste mit, worauf hättest du mal Bock? Das mal da auf die Wishlist. Geht im Ranking maximal nach oben. Also das also, schießt jetzt. Es gab ja einen zweiten Teil, den hatte ich für den Amiga. Und wusstest du, dass ein dritter Teil in Entwicklung ist, Impossible Mission 3 für den C64? Als von, Retro Today sozusagen? Genau, von Icon 64. Die haben auch die offizielle Lizenz, das Impossible Mission 3 nennen zu dürfen. Okay. Und bin ich mal sehr gespannt. Cool. Die Screenshots sehen schon sehr, sehr cool aus. Der Gaunerle sagt es auch hier gerade im Chat hier so. Ja. Stunden, Tage gingen da drauf. Ist auch so. Also ich weiß auch noch. Ewig geil. Top Secret Operation Atom Bender. Mission Briefing. Alvin Atom Bender. 62. Childhood. Alvin was a nice boy. His mother loved him. Intelligence Report. Halt doch mal hier den Screenshot, dass der geneigte Zuschauer hier, der guckt sie an und da weißt du, da bist du dabei, da ist da. Genau. Da spürst du schon. Mann. Nexia sagt, geile Grafik, schöne Animation, aber verdammt schwer. Ich glaube, ich habe immer nur 3 Screens geschafft. Das ist guck, da oben ist sogar, wie der Map-Plan war. Nein, das ist der Roboter. Achso, das ist der Roboter. Hier, das ist. Achso, stimmt, jetzt wo du sagst, da kenne ich ihn auch, ja. Ja, da ist nur erklärt, wie die Roboter funktionieren. Ich weiß noch, mit den Aufzügen, da musstest du vom linken in den rechten Aufzug rennen und so. Ja. Und dann muss man halt so Codes sammeln und dann irgendwie so Puzzleteile zusammenstecken, um. Geilomato. Ja. Um in den Kontrollraum zu kommen und dann kann man dort den Bösewicht aufhalten. Saugeil. Gaunerle sagt, selbst meine Eltern hatten das damals gespielt. Absoluter Burner, das Game. Ja, und der Nexia sagt es genauso richtig. Hagen versteht immer noch nicht das Game. Nein. Ja. So, und Hagen, jetzt kommt aber etwas, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Du hast davon noch nie gehört, oder es sei denn, ich habe dir mal irgendwie davon erzählt. Und ich kann so viel sagen. Ist es Hard oder Software? Es ist beides. Es ist etwas, wo man denkt, wie bitte am C64? Alles. Und es ist eine Spielesammlung. Also ich weiß nicht, wie viel mehr ich sagen kann, ohne es zu spoilern. So, das jetzt mal beiseite. Ich muss erstmal hier die Nupsis. Knuddelchen drin, ach herrlich. So, ein Bleh. Ja, Dennis. Schmeiß sie einfach auf den Boden, komm. Das ist, du räumst dann auf nachher. Nein, ich mache aber das Fenster auf und die Tür da hinten und dann. Wenn ich sowas machen würde, wäre danach wirklich. So. Also, es sind 2 Sachen. Ich hole erstmal das erste raus. Er hat es aber noch in seiner Folie. Ich erkenne nicht, was es ist. Ja. So, das ist eine Spielesammlung. Und zwar ist das von Rainbow Arts. 10 Spieleklassiker auf CD für den Commodore 64. Mit David's Midnight Magic, Leaderboard, Mission Elevator, Impossible Mission, Drop Zone, Load Runner, Solomon's Key, Jinx, Mule, Fizz 2 und 10 Musikstücke von Chris Hülsbeck. 10 Musikstücke von Chris Hülsbeck? Ja. Das hat sich ja deswegen schon für dich rentiert. Ich rate mal. Ja, ich habe ja fast alles. Alles hast du jetzt nochmal. Ja. Aber sau cool. Wusstest du, dass die gibt und hast die da explizit zu oder bist du drüber gefallen? Also ich beides. Also ich wusste, dass es das gibt und ich bin als ich drüber gefallen bin, habe ich gesagt, okay, jetzt. Die ist auch in sauguter Quali, die glänzt ja noch. Ja, ist Sammler von einem. Ist, von einem geneigten Sammler ich, zum anderen. Habe ich von dem Entwickler von Karen and the Tangled Tentacles aus seiner Sammlung abgekauft. Okay. Hier haben wir die Screenshots. Sau cool. Ja, und CD. Sau cool. Wie funktioniert das denn mit der CD? Also wir sehen, es gibt C64-Spiele auf CD, nur dass der C64 halt kein CD-ROM hat, sondern du schließt da einen CD-Player an. Mhm. First CD Edition. Und dann gibt es diesen Adapter hier.
So, und diese Adapter. Ach, der war bei dem Spiel dabei damals, oder was? Ja, ja, genau. Das, okay. Also mit dieser Sammlung, es gibt für diesen Adapter auch nur diese eine CD. Ach so, okay. Ja. Und das schließt man an die Tape-Schnittstelle, wenn ich es richtig weiß. Anleitung rausholen. First CD Edition. Aufbauen. Schieben Sie sowohl Ihren Computer als auch Ihren CD-Player, schalten Sie aus. Stecken Sie das mitgelieferte Interface mit dem großen Stecker in den Kassettenport des C64. So, und dann hast du da hinten so einen Chinch-Anschluss. Du nimmst es. Wo du und dann den CD-Player anschließt. Ja. Und dann lädst du von dem CD-Player über Chinch. Über Chinch. Tippen Sie Load ein und starten Sie dann den CD-Player. Nach wenigen Sekunden meldet der Computer Found CD Edition. Nach weiteren 10 Sekunden leitet der Computer weiter. Also da ist erstmal so ein Ladeprogramm, was, also auf einer Karte, das ist ja wie, hier ist ja auf Kassette, sind ja auch nur Töne drauf. Ja. Und die Töne haben sie dann hier auf CD gepresst. Und das erste ist so ein Schnellladeprogramm. Mhm. Das heißt, der kann... Dass der die riesen Datenmenge überhaupt in einer adäquaten Zeit laden kann. Ja, also du kannst schneller, glaube ich, du kannst schneller von CD laden als von Diskette, zumindest als so Standard-Diskette. Mit Schnelllader, Floppy geht es vielleicht noch schneller, aber das geht wohl relativ flott, weil du halt auch, da es digital ist, nicht dieses Problem hast mit irgendwie Band könnte vielleicht kaputt sein, müssen wir irgendwie hier noch, sondern du kannst hier die Geschwindigkeit voll ausfahren dort. Mhm. Ja, also das müssen wir uns auf jeden Fall dann mal live anschauen am C64. Das ist echt spannend. Also eine Zeit lang danach gesucht. Sogar vor allen Dingen noch in der sauguten Quali. Also nee, das mit war dem Nuppi Sammler. Doch dabei und in richtig gute Quali. Also ja. So, und ich sagte ja, es gab für diesen Adapter gab es nur eine einzige CD. Gab es aber andere CDs, also mit anderen Adaptern? Ja, nämlich... Ach echt? Guck mal da. Es gab eine andere Sammlung. Also es gab sozusagen zwei CD-Editions. Es gab zwei CDs für den C64 und das ist die zweite. The CD Games Pack mit 30 Spielen von Codemasters. Everything Included. So, und das sind die Spiele, die da dabei sind. Also 30 Stück. Eine Menge. Dizzy, Ninja, nochmal Dizzy, Bigfoot, Grand Prix 2, ATV, AKG, Grand Prix, Laser Force, Ghost Hunters, Fast Food, BMX, Soccer, Ultra Fast Loading, as little as 20 seconds. Also hier das Gleiche, da man nicht irgendwie mit Rauschen und mit sonst irgendwie, kann man von CD dann, obwohl das einfach nur ein Audio-Track ist, halt sehr schnell laden. Also der Nexia, der Landi sagt etwas, was ich hier auch anbringe. Wir laden von Kassette. Wir laden von Diskette. Und dann müssen wir erwarte eigentlich ein Video. Ein Back in Time. Ein Back in Time mit wir laden von CD am C64. Genau, C64, wir laden von CD. Ja. Dann muss der Michi mal wieder vorbeikommen. Ja, sorry, dann müssen wir Michi. Video aufnehmen. Das geht so nicht. Sollen wir den Instruction-Book? Ja, also, weil das ist ja mal exotisch wie die Hölle. So, und hier gibt es die Treiber-CD. Treiber-Diskette für den C64, das ist ja Hammer. Beziehungsweise CD-Loader-Software auch auf Kassette. Das ist ja eine geile Technik. Und hier wird es nämlich an den Joystick-Port angeschlossen. Also hier ist der Joystick-Port. So, an den Joystick-Port und dann ist auch hier gleich noch so ein Adapter dabei, je nachdem, was man halt für einen Kopfhörerausgang hat. Der konnte auch Input, nicht nur Output. Also du weißt, also der konnte Daten verarbeiten in der Menge? Ja, ja. Mann, haben die das Ding hochgepimpt damals. Was haben die das Kohle war nicht nur, also alleine ja, um ja bei Decathlon irgendwie her mit dem Rütteln da. Ja, aber heute ist der, so ein Port hat ja irgendwie einen Wert von 2 Cent so ungefähr. Ja, aber damals, damit der das vorwärts, rückwärts, ralala und in der Menge, die haben da, die Hardware ist ja voll überdimensioniert. So, Landi sagt, geht wahrscheinlich auch mit MP3-Player, also gehe ich davon aus, ja. Und, genau, hier war gerade die Rainbow Art-Sache war von 1989. Mhm. Und hier müssen wir mal gucken, ob das irgendwo draufsteht von Codemasters. Ja, die hat aber schon Verfärbung, die CD. Also die hat schon der Goldglanz ist schon so bronzefarben wird die irgendwann, aber die Seite sieht gut aus. Ja, also da ist alles gut. Steht da irgendwo ein Jahr drauf?
Müsste mal abgewischt werden. Schauen wir mal hier. Auf dem Halbkreis stand nichts. Ich habe nichts gesehen. Nee. Guck doch mal auf die Schachtel. Also manchmal passiert es ja, dass die auf der Schachtel draufschreiben, gesichert, C-Dings, guck mal, da senkrecht. Nee. Dann, Dennis, es tut mir, dann der Nighthawk. 1989, sagt ja. Nighthawk. Das ist auch gut. Genau, Verkaufspreis lag bei 20 Pfund. Ach, kamen die nur in GB raus? Nee. Ja, und die gab's anscheinend, auch. Also die, das war halt die Rainbow Arts, war halt die deutsche und das, also... Das ist wahrscheinlich auch in Deutschland irgendwie. Aber die Idee zu haben, also du bist ein Dings und hockst dich dahin und sagst, oh, CD gibt's jetzt, die kommen langsam auf den Markt. Ich mach das jetzt für ein C64. Da bist du doch, da sagt doch jeder, du bist narrisch. Oder? Ja, aber oder? Also es gibt zwei dieser Sammlungen gibt es und ich habe sie jetzt beide. Mit einem Lächeln. Mit einem Lächeln für die Sammlung. Ja, und dann machen wir bei Gelegenheit dann mal C64 WLAN von CD. So, also, jetzt müssen wir irgendwie... Sau cool. Also, wir haben die C64 Games auf CD, die Collections. Dann haben wir da hier Elite. Impossible Mission. In der Boxed-Variante. Dann Raid Over Moskau. Kommando. Hexenküche 2. 1942 und LA Cat noch als Bonus für den Atari 8-Bit. Richtig viele Top-Dinge. Richtig geil. Ja. Wobei das da ist, da hast du da mein Herz mit erreicht. Also. Hag mir nicht dein Herz erreichen kann. Oh, Dennis, ja oh, jetzt, oh, jetzt, oh, jetzt, oh, 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 passt Schmusi hier. Also, richtig geil. Genau, also das sind auch jetzt handverlesene Sachen. Da war jetzt kein Beifang, sondern alles das genau wollte ich haben. Und sau gut. Ich denke, eine gute Runde. Aber ja, wir fragen mal die geneigten Zuschauer, was denn ihr Highlight ist. Also bei meinem Magen war es ja schon Impossible Mission. Ich bin sehr glücklich über die C64-Version von Elite, weil ich die damals auch relativ viel gespielt habe. Auch auf Deutsch und mit allem und so. Und ja, aber es sind alles coole Sachen hier. Wie spricht man das eigentlich auf Englisch aus? Elite. 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 Ja. Also Light. Elite. Also die leichte Variante. Genau. Ja. E-Light. Light. Ja, schon damals war E-Autos, E-Light, ja. Das war schon alles E. Gaunerle sagt schon ein bisschen geil, was da liegt. Ja, gell? Oder ist das cool? Nächstes Jahr sagt die CDs. Xandor sagt, das findet alles cool. Michael by Night, Elite und die CDs. Und Erigion sieht das ganz anders, sagt die CDs und Elite. Und Biffy ist für bei Elite und Impossible Mission. Ja, sau cool, oder? Ja. Ich finde es auch geil. Ja. So, dann drücken wir mal hier Knöpfchen. Ja. Und sagen dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra.